Ich mag zwar keine Barden, aber von ihr würde ich mir wohl etwas beibringen lassen. Und damit Servus, Grüezi und Moin Moin, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Oblivion. Heute ist Samstag, ich nehme jetzt gerade auf. Der frühe Vogel fängt denn, ihr wisst schon. Stets und, eine Freude. Ja, und jetzt werden wir den Akaviri-Auftrag von der Gräfin übernehmen. Nachdem wir jetzt hier... Seid gegrüßt, mein Herr. Hi, das letzte Mal das Tor nach Oblivion geschlossen haben, das große. Und jetzt sogar auch für das nächste Mal bereit sind, in das Paradies einzutreten. So, und jetzt... Hey, hallo, jetzt wollte ich gerade mit dir reden anfangen. So, ich bedauere. Redet mit Gräfin. Ach du Arsch. Euch einen schönen Tag. Tag. Ich habe hier eh mal das Schild rausgenommen. Hört mir zu, also, bevor ihr euch entscheidet. Drakonischer Stein des Wahnsinns, genau, das war das letzte Mal. Der Stein ist ein schönes Beispiel der Akaviri-Handwerkskunst. Der Talisman, der wie ein Amulett angelegt wird, soll den Träger vor Giften aller Art schützen. Der Stein des Wahnsinns sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Die Augen der Schlange sollen aus Edelsteinen oder Ähnlichem bestehen. Über meine Quellen habe ich erfahren, dass der Stein des Wahnsinns zuletzt in den Ruinen am Fahlen Pass gesehen wurde. Oho, den kennen wir, den Fahlen Pass. Und zwar aus Skyrim, glaube ich. Das war eh der was Richtung Cyrodiil geführt hat, glaube ich. Nehme ich an. War so, ne? Wenn nicht, seid mir nicht böse. Es ist sehr früh. Und mein Stuhl knarzt. Gerade, aber das ist wieder was anderes. Ich glaube sogar, das war der Pass, ja. Kennt ihr die Geschichte des Fahlen Passes? Nee, aber ich war schon mal dort, auf einer anderen Seite. Aber du kannst mir ruhig nochmal erzählen, für die Zuschauer. Gegen Ende der ersten Ära versuchten Räuber von Akavir hier in Tamriel Fuß zu fassen. Damals war das Reich in mehrere Fraktionen gespalten. Rehman Cyrodiil entschloss sich, das Land zu einen und mit einer gemeinsamen Armee die Angreifer zurückzudrängen. Diese Armee wurde als Armee von Rehman bekannt. Die beiden Armeen trafen im heutigen Nord-Cyrodiil aufeinander. Die Akaviri waren stark und gut bewaffnet. Ihren größten Fehler begingen sie jedoch, als sie durch Morrowind marschierten, ohne sich darum zu scheren, wie Vivek darauf reagieren würde. Doch sie hatten nicht mit Fürst Vivek gerechnet, der sich mit den Tridentkönigen der Drök verbündete und von Morrowind aus ihre hintere Flanke angriff. Oh. Dies zwang die Akaviri dazu, an zwei Fronten zu kämpfen, und es schnitt ihren Versorgungsweg über das Meer ab. Das Bündnis hat den Konflikt also beendet. Nicht ganz. Die Armee von Rehman wusste, dass die Akaviri-Truppen von einem Versteck in den Bergen auskommandiert wurden. Es sollte sich in einem verschneiten Tal namens Fala Pass befinden. Dieses Tal versuchte Rehman zu finden. Während sich seine Truppen jedoch durch die Giralberge kämpften, ergaben sich die Akaviri plötzlich. Man nahm an, sie sahen ihren Kampf bereits als verloren und gaben auf. Sonderbar war jedoch, dass der Kommandoposten und der Fahle Pass nie gefunden wurden. Es wurde als Gerücht abgetan und die Armee von Rehman feierte. Jetzt habe ich jedoch erfahren, dass es diese Stellung doch gab und dass der drakonische Stein des Wahnsinns dort zuletzt gesehen wurde. Ja, dann gehen wir dorthin. Hm? Wenn ihr mir den drakonischen Stein des Wahnsinns bringt, sollt ihr zum Dank ein anderes Akaviri-Artefakt erhalten. Einverstanden? Ja, okay. Ich wusste, ihr würdet zustimmen. Gut, dann will ich euch sagen, wie ihr den Stein des Wahnsinns findet. Ich bin im Besitz des Tagebuchs eines Boten der Akaviri. Ich vermute, dass euch der Text darin zu den Ruinen führt. Hier ist eine Übersetzung der Abschnitte, die wir entziffern konnten. Das Buch war schon ganz zerfallen. Ich habe ebenfalls eine grobe Karte beigelegt, wie sie auch im Tagebuch gezeichnet war.
Ich gebe euch auch einen einzigartigen Schlüssel, den man angeblich beim Tagebuch fand. Ich nehme an, er wird sich als nützlich erweisen, wenn ihr am Fundort ankommt. Okay. Barnabas Card hinzugefügt. Okay. Ja, dann. Schon viele Kundschafter haben den fahlen Pass für mich gesucht. Sie fanden diese Punkte werden im Tagebuch erwähnt. Der Drachenklauenstein genannte Punkt wurde bereits gefunden. Ich markiere es euch auf der Karte. Oh, interessant. Was jetzt geschieht, liegt bei euch. Meine Männer berichteten von bitterer Kälte und gefährlichen Kreaturen, die verhinderten, dass sie weiter vordringen konnten. Seid vorsichtig und kehrt bald zurück. Viel Glück. Ja gut, aber deine Männer sind ja... Naja. Findet den Stein des Wahnsinns. Das ist wieder ein anderes Thema. Möge euer Weg frei von Gefahren sein. Ja, du, ich hoffe, ne? Schauen wir mal. Ich glaube es zwar nicht, aber... Malerpasskarte. Aha, siehst du? Hier, ne? Drachenklauenstein. Das sollte dann der sein, wahrscheinlich. Und... Dann, wo haben wir denn... Hier die... Da ist der Schlüssel. Da hier. Boah. Drachenklauenfelsen. Das hier. Nach Westen. Der Wächter und dann hier geradeaus. Ich glaub's. Wir schaffen es auch nur mit der Karte. Dann probieren wir es mal, ne? Dann gehen wir mal los. So. Gut, Levelaufstieg ist auch möglich. Das machen wir aber das nächste Mal, würde ich sagen. Und dann pennen wir einfach wieder. In unserem Haus. Und das haben wir es ja eigentlich. Siehst du? Drachenklauenfelsen. Falapass hier oben. Hier. Dann haben wir keinen Vorteil, wenn wir hier hingehen. Dann gehen wir einfach zu Fuß. Ne, unser Pferd steckt ja fest in der Testing Hall. Naja. Obwohl, eigentlich könnte ich es jetzt probieren. Ah, das Missionsziel ja eh hier draußen ist eigentlich, ne? Also ich würde es fast nochmal riskieren. Ich würde jetzt hier nochmal speichern und dann werde ich es probieren. Natürlich jetzt ohne Aufnahme. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe, vielleicht. So, hallo. Wir haben es geschafft. Das war sehr gut. Wir waren aber, also ich war hier vorhin schon beim Drachenklauenstein. Aber ist egal. Wir haben, oder ich bin nicht gespoilert worden. Und wir können jetzt hier weiter den Weg gehen. Müssen dann aber Richtung Westen, glaube ich. So, wo war jetzt hier dieser Klauenstein? Ich glaube, das war eh schon der vorne. Ist er denn hier? Hier ist er. Speichern wir uns mal. Für ein mögliches Thumbnail. Und von hier aus müssen wir jetzt den Wächter finden. Und der war laut Erzählung in westliche Richtung. Ja. Nach Westen. Und da konnte man dann schon den Wächter finden.
Sollte also jedoch so da hinten sein. Ist wahrscheinlich auf der Karte nicht markiert. Aber das macht nichts. Ist auf jeden Fall mal ein Brunnen. Und der Wächter ist auch da. Das heißt, vom Wächter aus müssen wir dann. Müssen wir dann vom Wächter aus. Okay. Richtung Norden. Also ich sehe eh die Tür schon. Ja gut, das Pferd kann eigentlich hier bleiben. Das ist ja jetzt eh wieder hier. Auf der Karte. Beziehungsweise auf der richtigen Map. So. Sehr gut. Dann sind wir hier am Fallenpass. Schlangenpfad. Ah ja. Ich habe den dritten Grenzstein gefunden, der den Schlangenpfad markiert. Dies scheint eine unterirdische Passage zu sein. Wenn ich die Ruinen finden möchte, muss ich diese Passage durchqueren. Machbar. Alter. Die Ratten, ne, die sind halt echt nichts wert bei dem Spiel. Die machen zwar einen Schaden. Und dann auch wieder nicht. Ohne Druckplatte habe ich gesehen. Kann sie aber jetzt gerade nicht auslösen. Ach, nee. So. Irgendwann werden wir besser. Und das mit dem Schlossknacken ist nicht mehr so ein Problem, wie es jetzt ist. Ich habe die Leiche des Boten gefunden, der das Tagebuch geschrieben hat, das ich bei mir trage. Obwohl er vor über 1000 Jahren gestorben ist, sind die Knochen von der Kälte in den Höhlen gut konserviert. Er scheint, als ob seine Knochenhand etwas umklammert hielt. Ich sollte das untersuchen. Hier. Akaviris Befehl. Neben der Leiche des Boten habe ich eine Schiefertafel entdeckt, auf der sich Akaviris Schriftzeichen befinden. Das müssen die Befehle sein, die der Bote in seinem Tagebuch erwähnte. Okay, auf einer Schiefertafel. Oh. Ein Oger. Und einen Wolf. Passt überhaupt nicht zusammen. Nee. Ich habe hier eher einen Esel erwartet. Also, das mit dem Dings, ne? Mit dem Schlossknacken, das müssen wir echt nochmal lernen. Schwerte und Erwerfung haben wir eh. Können wir verschärmeln, ja, aber wenn wir noch was finden, was wertvoll ist, nehmen wir natürlich das mit. Alter, der macht irgendwie Bärengeräusche, dieser Oger. Aber gut. Soll uns nicht weiter belasten. Irgendwann. Ah. Genau, das mit den Tränken war ja das letzte Mal auch schon wieder. Einfach mal ein bisschen Geduld haben und abwarten. So. Hier. Ein Kobold. Alle sollten es dann auch sein, ne? Ich meine, ich kann den Bogen auch werfen, aber das wird wenig ausmachen. Wahrscheinlich.
sehr leicht wieder. Ach, das wäre es schon gewesen, ne? Das auch. Das war ja eh klar, ne? Das ist genau dann Langschwert der Funken. Und der Wasserlauf im An selbst. Nehmen wir mit. Funken lassen wir hier. Das andere war ein bisschen teurer. Ein bisschen mehr wert. Ey. Wo ist Lua? Haben wir die ab hier. Oh. Den Kobold in den Schwanz geschossen. Haben wir hier noch? Ein Ogre. Oh. Oh. Boah, also für habe ich es heute mit dem Ziel, ne? Was ich beim Ruhen aufmachen nicht habe, habe ich beim Zielen. Ist ja auch was. Oh, Potion of Healing nehmen wir mit. Steintür zu Falapos. Nachdem ich den Schlangenpfad entlang gegangen bin, stehe ich direkt vor den Ruinen am Fallenpass. Es scheint, als ob das Fort vor langer Zeit von einem Erdrutsch verschüttet worden wäre. Ich sollte zu den Ruinen hinuntergehen und nach einem Eingang suchen. Weißt du, kommt das Ding hier einfach raus, ne? Da ploppt das auf. Obwohl ich noch nicht mal irgendwas gesehen habe. Aber ist egal. So. Milchdistel. Da vorne ist ein Oger. Mal schauen. Oh, nice. Ich glaube, das war. Bei Skyrim war das auch so ein. So ein Ding, ne? Hier, Falapass. Ich muss dann vielleicht noch mal nachschauen, aber sieht ziemlich ähnlich aus alles. Alles miteinander. Hier vorne sind zwei Herrschaften. Ui. Der war nicht präzise genug. Den habe ich gar nicht getroffen. Der war auch beschissen. Dann haben wir einen zweiten Bauchnabel gemacht, glaube ich. Naja, fast, ne? Und dann haben wir den jetzt dafür. Der bleibt extra stehen für uns. Der Süße. Ah, hier unten haben wir auch noch einen. Ach, die Mucke, ne? Also die machen schon echt gute Sachen, die... bei Bethesda. Ich meine, die Musik hat jetzt nicht Bethesda gemacht. Ja, ist eh klar. Jetzt weiß ich nur wieder nicht mehr den Interpreten. Ah, Jeremy Soul, ne, war das, glaube ich. Jeremy Soul macht die. Jeremy Soul. So, da ist hier oben raufgegangen. Das kommt mir ja alles irgendwie extrem bekannt vor. Ich weiß aber nicht warum. Nein. Das ist alles ziemlich groß hier. Ah, hier ist eine Burg. Boah.
Ich habe die zerfallenen Mauern der einst mächtigen Festung am Fallenpass entdeckt. Sie wurde wohl schon vor langer Zeit von einem Erdrutsch zerstört. Ich sollte mich in die Ruine begeben und dort nach dem Stein des Wahnsinns suchen. Oh. Hier haben wir auch noch einen. Ist sich nicht ganz ausgegangen. Das war sowieso auch für einen Arsch jetzt. Ja, vielleicht. Bisschen zu hoch. Hätte doch jetzt treffen können, oder nicht? Der vielleicht. Jawohl. Sehr gut. So. Da ist es eigentlich auch schon ziemlich asozial, ne? Wir gehen hier rein. Da wo bis jetzt niemand gelebt hat. Beziehungsweise hier lebt ja eigentlich jemand. Und zwar die Oger. Und die greifen uns halt einfach an, ne? Und deswegen sind wir halt gezwungen, die... Oh, das Eis. Deswegen sind wir halt gezwungen, die zu töten. Rostiger Schlüssel, zerknittete Notiz. Alles klar. Das könnte interessant werden. Mein alter Freund, du hast wohl die Nachricht gefunden, die ich erwähnt habe. Wir haben einen langen gemeinsamen Weg hinter uns und du bist der Einzige, dem ich den Ring und meine Geschichte anvertrauen kann. Ich wusste, dass es ein Fehler war, durch das Fenster im Haus des Zauberers zu klettern, aber das Preisgeld für den Ring war einfach zu verlockend. Es hieß, dass er tausende von Goldstücken wert sei. Genug, um eine Zeit lang bequem abseits der Öffentlichkeit zu leben. Es hieß auch, dass Ortazel verreist sei. Bei einem Magiertreffen oder etwas in der Art. Alles traf nicht zu. Man würde meinen, bei unserer Arbeit wäre ich inzwischen daran gewöhnt, mit dem Unvorhersehbaren fertig zu werden. Alles ein langer Brief. Aber können wir jetzt nicht hier komplett durchlesen. Denn wir sind eh schon bei 22 Minuten und wir sind noch nicht mal hier bei den Ruinen. Auf jeden Fall das, was ich vorhin sagen wollte, ist eigentlich, wäre das für alle eine Win-Win-Situation, wenn uns die Ogre einfach in Ruhe lassen würden. Dann müssten wir sie nicht töten. Und könnten friedlich in ihr Gebiet eindringen, ohne dass jemand zu Schaden kommen könnte. Dem ist aber leider nicht so, deswegen müssen wir leider den schlechter spielen. Eine Rolle, die ich eigentlich nur bei The Witcher einnehmen möchte. Oder der Assassin's Creed. Wenn ich mal wieder alleine 20 Athena auseinander glauben muss, ne? Naja. Bedrohliche Musik spielt immer noch. Ich glaube, es ist hier draußen tatsächlich diese Gefahr. Aber die kommt anscheinend nicht an diesen Hängen hier vorbei. Interessant wäre auch noch hier oben schnell zu schauen. Was hier so geht. Aber hier ist anscheinend nicht wirklich viel los. Außer hier diese mit meinem Schlüssel. Der Schlüssel, ja. Das wäre hier das Rätsel gewesen, oder?
für dieses Schloss. Alte Schlüssel. Naja, wir haben wieder mit reinem Glück etwas entdeckt, für das wir wahrscheinlich hart arbeiten hätten müssen, wenn wir es so suchen hätten wollen. Aber egal. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal aufschreiben. Ah, da ist er jetzt auch da. Ja, hör mal. Die Ruinen scheinen mit untoten Akaviri verseucht zu sein. Ich weiß nicht, wie lange sie hier gefangen waren, aber ich sollte mit Vorsicht weitergehen. Ich muss den Akaviri-Kommandanten des Forts finden, denn er soll den drakonischen Stein des Wahnsinns bei sich tragen. Alles klar. Ja, gegen das Skelett mit Pfeile ist ein bisschen blöd, glaube ich, gell? Deswegen, wenn hier Akaviri-Soldaten sind, dann würde ich behaupten, jetzt. Wir spielen mit Schwert weiter, aber ich schreibe mir jetzt noch schnell was auf. Und zwar wegen dieser zerknitterten Nachricht. Wo habe ich denn hier die normalen Notizen? Habe ich mir, glaube ich, auch gemacht, aber ich schreibe es mir so auf. Wo ist denn jetzt hier dieser Kuli? Da. Geht der Kuli logischerweise wieder nicht, ne? Wenn man braucht, dann geht der nicht. Logisch. Nehmen wir den anderen. Der Brief. Und alter Schlüssel. Gut. Haben wir gemacht. Dann können wir ja jetzt weitergehen. So. Tut mir leid, aber ich möchte hier halt echt nichts verpassen. Von diesen mit Liebe gestalteten Spiel. Aha. Das war. Ah, war doch nicht so spät. Bams. So. Hier mal einen links. Oh, altes Fallgitter. Moment. Ach was. Ach komm schon. Was war denn das? Für eine Verarsche. Komm, mach mal nochmal das. Sorry, das musste jetzt sein. Das konnte ich jetzt mit meinem Gewissen nicht so vereinbaren. Hat gar keinen Schaden genommen. Gar keinen Schaden hat der genommen. So, jetzt müssen wir hier auf das Ding drauf zielen. Ich speichere schnell noch. Ach, das darf doch nicht wahr sein, oder? Kann doch wohl. Gibt's doch nicht. Nee, also das kann hier das Schloss. Ja. Nee, sogar hier.
So, aber jetzt. Wir nehmen es jetzt ganz eng. Und ballern immer noch vorbei. Das darf doch nicht wahr sein. Wir gehen so rein und schauen, was uns gebracht hätte. Wahrscheinlich eh nicht viel. Ja. Ah ja, alles klar. Gut, können wir auslassen, glaube ich. Passt. Ne, ist mir jetzt echt, das war schon echt peinlich jetzt gerade. Aber YouTube lebt von Peinlichkeiten. Und den Zuschauern gefällt sowas auch, wenn man fehlt. Sehr leicht schaffen wir. Jawohl. Siehst du, da haben wir das gleiche drin wie vorhin. Schuppen der Schlange. Wo kommen wir denn hier unten hin? Andere Frage. Okay. Das dürfte vielleicht eine Abkürzung sein, deswegen gehen wir hier lang. Da konnte man noch Abkürzungen nehmen hier. Skyrim war das eher ein bisschen schwieriger. Obwohl da steht, wir sollten nach oben. Aber gehen trotzdem mal hier. Da. Müssen ja noch ein bisschen fighten. Siehste, das wäre Schlangenauge. Jetzt sind wir beim Auge. Und dann kommen wir wahrscheinlich zur Schlangenschuppe. Ja. So ist das hier jetzt nicht. Genau, es gab jetzt in den letzten paar Tagen ein bisschen mehr Nachrichten über Skyblivion. Mit sogar Gameplay-Videos in dem Livestream. Wo man halt echt schon gesehen hat, das könnte unter Umständen echt was werden. Und die arbeiten da jetzt schon echt lange dran. Und möchten das Spiel bzw. die Mod für Skyrim gratis auf den Markt hauen. Und das ist schon unfassbar, ne? Was die da Herzblut reingesteckt haben, ist schon beachtlich. Und ist auf jeden Fall auch mal ein Blick auf die Seite von denen wert. Vielleicht kann man auch den ein oder anderen Euro dort lassen für die wahnsinnig gute Arbeit. Wenn man die Mod ja dann sowieso verwendet, spätestens dann würde ich auch mal einen Beitrag dazu leisten. Der Link für die Seite ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung drin. Bei Skyblivion steht, glaube ich, dort, ne? So, hier haben wir irgendwo Pfeile. Habe ich gesehen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr da mal reinschaut. Ich habe hier jetzt keinen Vorteil durch. Aber
Ich möchte es trotzdem nur erwähnt haben. So. Dann wohl oder übel. Jetzt gerade versehentlich, glaube ich, den richtigen Weg genommen. Coole Ruinen auf jeden Fall. Speichern mal. Wow. Dadurch, dass die ein Schild haben, ne, ist es echt schwierig, den zu durchbrechen. Aber gleiches Recht für alle. Ich habe ja auch ein Schild. Also why not? Sollte vielleicht dann auch noch mal die Safer Sex Variante nehmen. Und falls das jetzt hier nicht die letzte Kammer ist, mit Pfeil und Bogen noch mal spielen. Okay, ist die letzte Kammer, alles klar. Hier oben ist er. El Comandante. Deswegen noch mal speichern und drauf damit. Ihr habt eine lange und gefährliche Reise hinter euch, doch wir haben keine Zeit zum Rasten. Die Truppen Remans sind vor unseren Toren und unser Nachschub schwindet. Wir haben auf eure Ankunft gewartet. Sagt, was gibt es Neues aus Akavir? Ja, du bist gut, ne? Gut gemacht, Soldat. Eure Aufgabe ist erfüllt. Ihr habt meinen Dank. Jetzt können wir ruhen. Lang leben die Akavir. Tja, sieht aber nicht so aus, als wäre er... Ich habe dem Kommandanten die Schiefertafel mit den Befehlen übergeben. Nachdem er sie genommen hatte, verschwand er, lediglich seine Ausrüstung und etwas Staub zurücklassend. Die Ruinen sind nun still und friedlich. Nach so vielen Jahren ist ihre letzte Mission nun endlich erfüllt. Ich sollte nun den drakonischen Stein des Wahnsinns aus den Überresten des Kommandanten bergen. Und hier geht's rein. Kurz nochmal auf den Thron setzen. So. Haben wir. Sieht gut aus, ne? Und jetzt rein hier. Dietrich, hier wären echt mal wieder eine. Hier ist der Stein. Ist aber nicht so, wie es ausgesehen hätte sollen. Aussehen hätte sollen. Ich habe den drakonischen Stein des Wahnsinns gefunden. Er ist jetzt in meinem Besitz. Ich sollte mich nun auf die lange Reise zurück zu Gräfin Carvain in Boma machen. Machen wir gleich. So, jetzt können wir hier den Zauber hernehmen. Den, was wir vorhin verkackt haben. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. So, und hier oben kommen wir raus. Siehst du genau da wahrscheinlich, wo wir vorhin noch darüber... Ne, gar nicht mal. Hopp. Ja, da ist ein toter Akaviri-Soldat, ne? Aber da waren wir ja noch nicht. Naja. Denn wo sind wir denn jetzt? Hier. Schlangengift, aha. Gut, das sind also eher größere Ruinen. Hier drüben ging es auch noch rein, oder? Ja. Hier ging es noch mal runter. Bin mir jetzt eben nicht sicher, ob jetzt runter oder rauf. Eigentlich wäre raus ganz gut.
Schlangenfangzähne. So, sind wir jetzt hier, wo wir schon mal waren? Ich glaube nicht. Ach, hier. Doch, hier unten. Hier oben sind wir lang. Das heißt, wir müssen hier nochmal hoch. Das wäre nur dann gewesen, wenn wir mal runtergefallen wären. Sind wir aber nicht. Deswegen wieder retour. Und hier auch nochmal rauf. Das heißt, runter wäre für uns jetzt keine Option mehr. Obwohl es hier ja auch runter ging, oder? Aber hier wäre der Pfeil. Wir sind hier lang. Aha, das ist also so eine Art Gefängnis hier. Alles klärchen. Ach. Ach. Scheiße. Ja, das mit den Dietrichen ist schon ein Problem, ne? Also ich glaube, wir bräuchten da noch mehr. Sonst hatten wir ja immer echt, also auch bei Skyrim und so, wirklich extrem viele Dietriche. Aber irgendwie ist das hier nicht so. Ah ja, jetzt kommen wir hier raus. So. Zack, zack, zack. Und nach draußen. Super, da wartet auch schon etwas auf uns. Alter Schlüssel, ne? Haben wir hier gefunden. Dann, das heißt also, theoretisch, wenn wir. Ich glaube, wir müssen hier nochmal hin. Denn für den alten Schlüssel sollte es ja auch noch eine Truhe geben. Und der wiederum sollte dann wahrscheinlich auch hier irgendwo versteckt sein. Aber das machen wir alles das nächste Mal. Wir geben hier jetzt den Stein wieder retour. Beziehungsweise den Stein der Gräfin. Speichern ist nochmal. Schauen, dass wir hier irgendwie unentdeckt werden. Damit wir die hier mal rausreißen können. Irgendwas sieht uns noch. So, jetzt nicht mehr. Gut. Ich hoffe, wir können jetzt reisen. Sehr gut. War eine lange Folge jetzt, ne? 43 Minuten. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt sind wir noch hier am Warten, bis die Alte rauskommt. Da machen wir schnell einen Cut. So. Jetzt beenden wir die Mission. Habt ihr den Stein des Wahnsinns gefunden? Na klar. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich meine, ich hatte gehofft, aber ihn jetzt wirklich in meinen Händen zu halten, er ist schöner, als ich geglaubt habe. Glückwunsch! Ich wusste, ihr wäret der Richtige für diesen Auftrag. Und ich denke, ich schulde euch eine Belohnung. Das glaube ich auch. Dieser Akaviri-Ring wurde zusammen mit dem Tagebuch des Boten gefunden. Er verleiht seinem Träger verbesserte Geschicklichkeit und Widerstand gegen überschädigender Magie. Man nennt ihn den Ring des Vipernauges. Ich hoffe, er wird euch auf euren Reisen gute Dienste leisten. Ja, danke schön. Gut, dann
Der Stein des Wahnsinns gehört endlich bei den Informationen, die ihr mir... Ja, dann war es doch jetzt, oder? Möge euch das Glück nie verlassen. Die hat die nicht mal um. Aber egal. Da ist es. Das können wir mal klauen, wenn es wäre. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie schön, dass ihr zurück seid, gnädiger Herr. Ja. Bleibt gesund und auf Wiederschauen.